Hallihallo, ihr Lieben. Endlich sind wir wieder bei euch und sind aus der Babypause zurück. Wir freuen uns mega doll, hier in Hessen-Schlichtenau zu sein, und zwar im Holle-Museum. Liebe Anne, ich freue mich mega, dass du bei uns bist. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Und erzähl uns doch mal, wie lange machst du das schon und wie kam es überhaupt dazu? Ja, hallo Laura, ich freue mich natürlich auch, dass ich hier mit dir in meinem Frau-Holle-Museum bin. Ja, dazugekommen bin ich, man hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Frau Holle der Stadt Lichtenau zu sein. Naja, ich hatte ein bisschen überlegen müssen und dann habe ich einfach zugesagt und ja, am Januar 2014 war so eine Art Kissenübergabe Ja, ach und süß. seitdem bin ich halt die Frau Holle der Sehr Stadt schön. Hessen-Schlichtenau. Ja. Und wo kann man dich antreffen? Wo findet man dich? Ich mache zum Beispiel Führungen wie hier in dem Frau-Holle-Museum oder wir haben natürlich auch einen Frau-Holle-Rundweg mit Ja. 12 Stationen und da führt man die Leute halt mit rum Ja. und erzählt etwas über Frau Holle und die Göttin. Super. Ja. Und mir wurde verraten, man hat dich auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Stimmt's? Richtig, Laura. Und zwar ganz toll war es natürlich mit Dieter Voss. Ja. Das war eine ganz tolle Sache. Ja. Und es läuft auch schon ein Film in China. Ach ja. Ja. Also wirklich, wirklich sehr weit gestreckt. So ist es. Wahnsinn, wie kam es nach China? Ja, es waren hier zwei Gäste Ja. und die wurden einfach, die wollten wissen, was hier so ein bisschen Ja. aktuell ist und wie kam auf Frau Holle und wir sind einfach, War das ja, mein Interesse Rundweg geweckt? abgelaufen. Genau, Sehr wir sind schön. Rundweg abgelaufen und das Ganze wurde dann auch gefilmt. Ja. Ja. Cool. Und hier im Holle-Museum, ich habe mich schon mal ein bisschen umgeschaut, es ist wirklich wunderschön geworden. Und ich möchte, dass wir auch hierfür noch Unterstützung kriegen, ja? Stimmt, die brauchen wir auch. Ja. Ne? Ehrenamtliche Arbeiter oder Mitarbeiter sind einfach ein bisschen rar geworden und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich hier auf diesem Weg jemand finden würde. Sie sind wirklich Gold wert. Also, ihr Lieben da draußen, ihr seid bestimmt genau die Richtigen dafür, hier zu unterstützen und den Tag hier mit zu verbringen, die Geschichte weiter zu erzählen. Also meldet euch bei der Stadt und wir freuen uns auf euch. Viel Spaß. Ciao. Ciao.